So.20 Uhr. Moin und hallo zur ersten Leibathletik-Einheit der Zeitschrift Triathlon. Mein Name ist Manuela Dierkes und ich bin dein Triathlon-Coach. In der Vergangenheit hatten wir an dieser Stelle unsere Live-Sprechstunde und die wollen wir jetzt mit Leibathletik-Einheiten ablösen. Passend immer zu jeder Ausgabe, in der wir auch die Trainingspläne veröffentlichen, werden wir eine Athletikeinheit ankündigen. Von Planken bis Athletikeinheiten mit dem eigenen Körpergewicht, Stretching, Zugseiltraining, werden Sie in den ganzen 10 Ausgaben über die ganze Saison immer verschiedene Einheiten haben, die Sie auch dann beim Sport nutzen uns. Also, die ihr dann die ganze Saison über nachturnen könnt. Heute die große Premiere, hier das Ganze zu machen mit euch, und ich hoffe, ihr habt schon alles parat und schaut nicht nur zu, sondern habt praktisch die Sportsachen an. Wenn nicht irgendwas Bequemes zu Hause geht auch, macht euch das so einfach wie möglich. Ihr habt eine Matte oder ein Handtuch oder einen Teppich. Und dann ist unser heutiges Thema Plank-Variationen. Die haben wir gerne immer im Trainingsplan drin. Einige streichen die immer, ich hoffe ihr nicht. Oder dann halt in Zukunft nicht, wenn ihr jetzt eine Ausrede weniger habt, weil ihr das dann einfach nachmachen und mitturnen könnt. Die Einheit ist 10 Minuten lang. Wir stellen dafür einen Timer. Das ist auch mein Tipp, das für euch zu Hause zu machen, wenn ihr das mal alleine macht, weil dann geht die Einheit viel schneller rum. Ihr wisst, wann ihr den Übungswechsel habt, und es motiviert zusätzlich. Das ist so ein bisschen wie beim Schwimmen, auf Abgangszeiten schwimmen. Da ist dann einfach mehr Zug dahinter. Wir haben heute 10 Minuten Plank-Variation, machen 10 verschiedene Übungen, die alle für unsere drei Disziplinen, die wir trainieren, wichtig sind. Und haben teilweise auch einen Seitenwechsel drin, den wir dann nach 30 Sekunden ankündigen. Und ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, dann starten wir. Oder ihr habt vielleicht eine Frage. Wie sieht das aus? Marvin, haben wir schon eine Frage? Bisher noch keine. Nein, sind alle da und wollen mitmachen? Sagt schon einer was? Weil ich sehe das nicht. Aber die Stimme aus dem Off, die kann mir das so ein bisschen erzählen. Gut, dann starten wir den Timer. Und dann geht es los mit der ersten Übung. Ich sage auch immer Übungsvariationen an, damit, also stresst euch da nicht. Qualität der Übungsausführung geht auf jeden Fall vor einer schlechten Ausführung, und startet mit dem, was ihr habt, und dann werdet ihr merken, wenn ihr das regelmäßig macht, dass ihr euch auch verbessern werdet. Unser Timer wechselt die Farbe. Und wir starten bei der ersten Übung im Vierfüßlerstütz. So, rot, erste Minute läuft, dafür geht ihr in den Vierfüßlerstand, aber die Knie sind nicht auf dem Boden und wandert in den Schwimmerstütz. Der Schwimmerstütz endet nicht beim Liegestütz, sondern noch ein Stückchen weiter vorne. Ihr werdet merken, wenn ihr nur ein bisschen weiter nach vorne geht, dass da schon mehr Spannung und Zug in die Bauchmuskulatur kommt. Zurück in den Vierfüßlerstütz und wieder nach vorne wandern. Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad erhöhen, je nachdem wie weit ihr nach vorne wandert. Immer in den Endpositionen einen kleinen Moment halten und vielleicht beim nächsten Mal versuchen, etwas weiter nach vorne zu kommen. Sehr gut. Zieht den Bauchnabel ein, damit stabilisiert ihr euren Rücken, dass der schön gerade ist. Körperspannung halten und das Atmen dabei nicht vergessen. Erste Übung ist geschafft. Zweite Übung ist der klassische Unterarmstütz. Dafür sind eure Ellbogen unter den Schultern und ihr habt die klassische Plank. Das Brett übersetzt der Unterarmstütz. Ihr bildet eine Linie von euren Fußknöcheln über das Becken zu den Schultergelenken und haltet. Leichtere Variation ist natürlich, die Knie abzusetzen. Also wenn ihr nicht mehr könnt, nicht einfach ablegen auf dem Bauch, sondern runtergehen mit den Knien. Und nutzt es ruhig, wenn ihr merkt, ihr seid am Zittern oder fallt ins Hohlkreuz oder könnt es nicht mehr halten.
Was das Ganze auch ein bisschen vereinfacht, ist, wenn ihr Bewegung in die Sache reinbringt. Das können wir auch gerne nutzen. Gut. Dritte Übung ist der Seitstütz. Dafür gehen wir in den Seitstütz. Ellbogen ist wieder unter unserem Schultergelenk. Eine gerade Linie mit dem Körper. Hand abstützen auf dem Becken oder nach oben strecken. Dann zieht euch die noch ein bisschen raus. Und jetzt hebt und senkt ihr das Becken. So, und dass ich hier so schwitze und keuche, das mit dem Schwitzen liegt an den Scheinwerfern und das mit dem Keuchen liegt am Sprechen. Und ein bisschen an der Off-Season. So, nach 30 Sekunden wechselt ihr die Seite. Das könnt ihr beim nächsten Mal dann noch ein bisschen genauer machen. Heben und senken. Sehr gut. Wunderbar. Nächste Übung ist in Rücklage aus der Brücke, der Bridge heraus. Bring ihr das Becken nach oben und habt da wieder eine Körperlinie von den Kniegelenken über das Becken bis zu den Schultern. Die Arme werden in der Seite abgelegt und jetzt streckt ihr abwechselnd ein Bein. Schaut dabei, dass das Becken oben und stabil bleibt und dass die Knie auf einer Höhe sind und der Unterschenkel in Verlängerung zum Oberschenkel. Jungs, wer hat sich das ausgedacht, dass wir das machen? Der Chef war's. Wir, ihr macht da vorne nicht mit, hinter der Kamera, Leute. Also zu Hause meine ich. Nicht nur gucken, mitmachen. Gut. Das stabilisiert euer Becken, das braucht ihr beim Laufen, das braucht ihr beim Radfahren. Letzten 4 Sekunden. Gut. Danach gehen wir in den Rotationsstütz. Auch dabei wechseln wir die Seite. Einmal starten wir dabei im seitlichen Handstütz. Die Füße sind in Schrittstellung, der obere Fuß ist vorne, der Arm ist oben. Und jetzt geht es einmal rum und wieder zurück. Nach 30 Sekunden wechseln wir hier die Seite. Und das brauchen wir ganz besonders für Schwimmen. Weil da fehlt uns ja der Boden unter den Füßen. Da haben wir kein Widerlager. Und deshalb brauchen wir da Rotationsstütz. Variante wäre auch, das Ganze im Unterarmstütz zu machen. Weiter geht's mit dem Unterarmstütz und beim Unterarmstütz hebt ihr abwechselnd ein Bein. Unterarmstütz, gerade Linie und jetzt eine kleine Bewegung aus der Kraft heraus, ohne Schwung ein Bein heben. Ihr könnt auch das Ganze auf den Knien machen und dabei abwechselnd ein Knie vom Boden heben. Achtet darauf, dass ihr nicht ins Hohlkreuz fallt. Bauchnabel reinziehen zur Wirbelsäule. Und den Rücken stabilisieren. Sagt da irgendeiner was oder gucken die nur? Du bist auf jeden Fall für dein Outfit gelobt. Frau 70 schreibt schöne Schuhe. Und Mr. Martin Franke lobt dich für deine schönen Socken. Ja. Christoph Hahn schreibt, dass er im Flieger sitzt am Fensterplatz und kann da leider nicht mitmachen. Aber später dann irgendwas. Die restlichen Zuschauer sind auf jeden Fall auch gerne dazu eingeladen, Fragen zu stellen, die Manu, nachdem sie fertig geschwitzt hat, auch für euch beantwortet. Genau. Wir gehen in den Seitstütz für die nächste Übung. Ich mache mal ruhig die einfache Variante mit dem Knie auf dem Bein, weil unser Schwerpunkt liegt hier auf dem Abduktor. Der Abspreizer, der euer Becken gerade hält beim Laufen. Und Zielbewegung wäre natürlich, das irgendwann auf den Füßen zu machen. Ich zeige euch das auf der anderen Seite einmal. Aber wenn ihr das noch nicht ganz sauber machen könnt und merkt, dass euer Becken dabei abfällt, dann geht lieber auf das Knie, winkelt das untere Bein ab
und hebt da sauber das Bein. Da habt ihr noch mehr was für euren Abduktor getan und könnt beim Laufen besser stabilisieren. Gut, Unterarmstütz. Und dabei wackeln wir mit dem Becken. Das geht folgendermaßen. Geht hoch und wackelt wirklich mit der Kiste von rechts nach links. Das müsst ihr mal machen. Dann seht ihr und spürt ihr, wie sich das anfühlt. Achtet auch hier darauf, dass der Po nicht so hoch ist, sondern ihr in einer geraden Linie seid. Einfache Variante ist da auch das Ganze mit den Knien. Dann dürft ihr ruhig noch ein bisschen mehr wackeln, aber versucht das, was ihr könnt. Ja, sehr gut. Po von rechts nach links. Richtig rotieren. Hier werden mir schon Handtücher gereicht. Gut. Die letzten Sekunden. Bridge, einbeinig und dabei ein Bein bzw. das Becken nach oben bringen. Arme wieder in die Seithalte. Ihr habt einen rechten Winkel im Knie und im Becken und versucht jetzt euch hoch auszudrücken. Hier wechselt ihr auch nach der Hälfte der Zeit die Seite. Anderes Bein. Die Übung wird leichter, wenn ihr näher rangeht mit dem Bein und versucht dann das Becken zu heben. Ansonsten probiert den rechten Winkel im Kniegelenk und Becken zu halten. Schwitzt ihr auch so zu Hause? Keiner schwitzt. Gut, ist das schon unsere letzte Übung? Ich glaube, ne? Wahnsinn. Unterarmstütz. Und aus der Position streckt ihr abwechselnd einen Arm nach vorne. Wieder möglichst wenig Bewegung im Körper. Nicht mit Schwung, sondern aus der Kraft heraus. Und wenn ihr merkt, es wird unsauber, auf die Knie. Aber einen ganz langen Arm machen dabei. Dann könnt ihr auch zwischen der leichteren Variante und der schwierigeren Variante wechseln. Noch einmal leicht. Richtig strecken. Da ist natürlich auch die Kreuzkoordination gefragt, wie ihr sie im Wasser braucht. So, letzten Meter geht es noch einmal auf die Füße. Endspurt. Activity completed. Ah, geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Das war High Five. Eure erste 10 Minuten Plank-Einheit. Heidewitzka. Hier ist es so heiß. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ich hoffe, bei euch ist es auch ein bisschen warm geworden. Und ihr habt auch ordentlich Gas gegeben. Also wie gesagt, Plank-Variationen sind eine anstrengende Sache. Nehmt immer da euren Aktivitätszustand, den ihr habt. Und versucht ruhig 10 Minuten. Und ihr könnt aber auch den Timer stellen auf 30 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Pause. Und versucht dann nach und nach zu steigern oder macht einfach kleine Pausen in diesen 1 Minuten Einheiten. So, jetzt halte ich mal einen Moment den Mund, trinke was und bin auf eure Fragen gespannt. Habt ihr mitgemacht? Wie war das für euch? Sagt da einer was dazu. Ja, sind schon ein paar begeistert und Volvo70 schreibt, nachdem er deine Schuhe ja toll fand, oder fragt besser gesagt, wie oft man denn das Plank-Programm in der Woche mit einbauen sollte. Im Trainingsplan, die wir im Magazin veröffentlichen, sind die ja immer mit drin und da steht dann auch, wann die dran sind. Ansonsten aber, sage ich mal, 1 bis 3 Mal die Woche so eine Athletikeinheit, das wäre ganz gut. Aber wenn man jetzt so einmal plankt die Woche, dann vielleicht noch einmal was speziell für Schwimmen macht oder sowas, Zugseiltraining und dann zusätzlich nochmal mit der Faszienrolle arbeitet. Also auf jeden Fall nicht nur Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern immer noch was dazu machen. Und er fragt zusätzlich das Ganze am Stück oder auf mehrere Einheiten aufgeteilt? Ja, diese 10 Minuten ruhig mal am Stück
Und wie gesagt, ihr könnt das gerne alleine machen, auch morgens, wenn man aufmacht, einmal so ein bisschen mobilisieren, alle Gelenke einmal kreisen und dann könnt ihr starten, ohne groß aufgewärmt zu sein, weil die Übungen ja aus der Ruhe heraus sind. Ihr könnt es aber auch wunderbar, wenn ihr das schon die Übung ein bisschen gewohnter seid, direkt mit dem Disziplintraining kombinieren. Wenn ihr mal so eine 10 Minuten Plank-Einheit nach einem langen Lauf macht, dann werdet ihr merken, wie eure Stützmuskulatur schon ordentlich ermüdet ist und dass es dann noch schwerer ist als sonst schon. Genau, Mick Marcuse schreibt erst wirklich eine Top-Idee mit der Live-Athletik-Einheit. Das freut mich, danke. Und fragt dann, ob es noch weitere Live-Veranstaltungen zur Athletik geben wird. Ja, genau. Wenn ihr jetzt die vorne schon zugeschaut haben, da warst du vielleicht noch nicht dabei, für dieses jetzt eine Wiederholung. Mit jeder Ausgabe vom Triathlon-Magazin werden wir auch eine Live-Athletik-Einheit ankündigen. Die nächste zum Beispiel steht schon, die ist am 10. Januar. Und da ist unser Thema Zugseiltraining. Also, wer noch kein Zugseil hat, da ist ja noch Weihnachten dazwischen, der kann sich da vielleicht noch eins wünschen. Mein Tipp ist da auf jeden Fall die Kinder- oder Jugendvariante. 5 bis maximal 15 Kilo für die richtig Starken. Also nicht übertreiben mit dem Gewicht, damit wir da auch die Ausführung und das sauber machen können. Aber sonst zur Not geht auch ein Terraband. Aber schon fürs Zugseiltraining sind schon richtige Zugseile von Vorteil, damit man diese ganze Spannweite hat, von vorne nach hinten vom Zug. Das ist unsere nächste Einheit. Und dann haben wir über das ganze Jahr 10 Einheiten. Und die bleiben auf dem Kanal. Ich kann das jetzt nicht mehr löschen. Und wir setzen euch auch ein Lesezeichen rein und schreiben nochmal die Übungsaufführung hin, damit ihr das dann zu Hause nachmachen könnt. Sollte denn eventuell noch was unter Weihnachtsbaum liegen, was wir jetzt schon mal wissen könnten für die nächsten Einheiten? Ach, da sind ja Triathleten, die können sich ja viel wünschen, ne? Pulsuhren, schöne Schuhe, schöne Socken, alles, was man so zur Motivation braucht oder mal ein Triathlon-Abo. Ja. Thomas Weltner schreibt noch, welche Timer-App benutzt ihr? Wir haben jetzt einfach, die findet ihr, wenn ihr Intervall-Timer googelt unter den Apps, dann findet ihr die und wir versuchen mal beim nächsten Mal, die doch noch irgendwie ins Display reinzukriegen. Wie gesagt, wir starten jetzt auch einmal und bessern uns und so sollt ihr auch einfach starten mit dem, was ihr macht. Wir wollen eine Trainingseinheit einfach sein und nicht schön geschminkt und aufgenommen und nochmal, sondern wir wollen einfach gemeinsam trainieren und damit haben wir jetzt erstmal angefangen. Aber sonst unter Intervall-Timer findet ihr die. Da kann man auch Musik hinterlegen, dass das dann mit jeder Minute den Song wechselt. Das ist immer auch ganz nett, wenn man das zu Hause macht. Peter Wühlaneck hat noch eine Frage. Und zwar fragt er, ob sich das Stabi-Training gut nach dem Krafttraining macht. Also Krafttraining ist ja auch schon meistens ein Stabilisationstraining. Also wenn, dann mal lieber eher das Stabilisationstraining davor, weil da noch die kleineren Muskeln angesprochen, auch natürlich ganz genau, was man macht. Es hat beides seine Berechtigung, aber hat dann unterschiedlichen Trainingsreiz. Das ist genauso, wie wenn ich mir zum Beispiel mit Krafttraining meine Laufmuskulatur ermüde und im Anschluss laufen gehe. Das ist dann was für Fortgeschrittene. Aber für den Einsteiger im Krafttrainingsbereich, der muss dann natürlich erstmal vorher sein Krafttraining machen. Dann haben wir noch eine Frage von Aaron Simon, der fragt, das Zugseil mit Pedals. Ich bevorzuge das Zugseil einfach nur mit Schlaufen. Ich komme ja aus dem Schwimmsport und da bei den meisten Vereinen wurde auch immer nur in der Jugend das mit dem mit den einfachen Schlaufen, das sieht so aus wie so ein Expander, ist auch in der Preisklasse nah gar nicht so teuer wie diese großen mit den Pedals und die sind richtig gut. Ja, und da die Kinder- und Jugendvariante. Ja, das war's. Erstmal mit Fragen. Also falls noch Fragen da sind, gerne weitere stellen. Gerne weitere stellen. Ja. Und wie gesagt, ansonsten die Ankündigung findet ihr immer im Magazin, passend zu den Plänen, dass das auch so ein bisschen zu der Saison passt. Ne? Beim nächsten Mal das Zugseiltraining, im Winter ist Schwimmen noch ein großes Training. Ein Thema, ich bin ein großer Freund davon, vom Zugseiltraining, nicht nur für die schwimmspezifische Kraft, sondern auch als Entwicklung für eure Technik beim Schwimmen. Und deshalb passen wir das immer so ein bisschen an. Zum Beispiel, wenn die Trainingslagerzeit ist, dann werden wir uns die Faszien kümmern. Die sollte da in keinem Gepäck fehlen, wenn man da auf Reisen geht und viel Fahrrad fährt. Das haben wir so mit euch vor. Aber wir sind auch gespannt und freuen uns über jegliches Feedback und Anregungen und Wünsche von euch, wie ihr das so findet und wie ihr mitmacht oder auch wie ihr euch verbessert, wenn ihr das vielleicht häufiger mal macht. Also da würden wir uns sehr, sehr freuen und geben auf jeden Fall für euch Gas und schwitzen. Ja, das Feedback hier ist auf jeden Fall schon mal super. Viele schreiben super, vielen Dank, super Idee. Mick Marcuse schreibt auch echt super, freue mich schon jetzt auf die nächste Einheit. Vielen Dank, Manu.
David Hanna schreibt, super Format, dieses Leichtathletik-Ding, sehr kurzweilig, Dankeschön. Also sehr viel Lob an dich. Das freut mich. Ja, wir wissen noch nicht, welchen Muskelkater sie morgen haben. Ja, genau. Gucken wir mal. Für mich gingen die 10 Minuten auf jeden Fall sehr schnell rum. Und ich hoffe, dass wir euch über die Saison schön begleiten können damit und motivieren und vielleicht auch ein bisschen Anregung und Übungsvariationen nochmal bieten. Und ansonsten sagen wir für heute Tschüss. Viel Spaß beim Planken und beim Athletiktraining allgemein und bis zur nächsten Einheit. Eure Manu.